Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jo. Und gleichzeitig auch zum letzten für diese Aufnahmesession. Jo. Ich bin verreckt. Ihr wisst es noch, ne? Kläglich gescheitert wieder mal an Tollpatschigkeit und an Gegnern, die einfach nicht verrecken wollen. Das ist ungeheuerlich. Wirklich ungeheuerlich und ich kriege kein Holz. Das ist noch ärgerlich. Ah, da haben wir jetzt endlich mal eins wieder. Uraltes Holz. Super. Fehlt aber trotzdem gleich noch eins. Das ist halt richtig scheißlich. Zack, der ist mal erledigt. Da oben haben wir noch einen Pilz. Und was noch ärgerlich ist, ich Idiotin habe vergessen, Tränke mitzunehmen. Mehr Muster und Geheimnisse. Hast du... Achso, das hatten wir auch schon. La, la. Dam, dam, dam. Tschak, tschak. Dam, dam, dam. Tschak, tschak. Ah, da ist was da unten. Gut, den haben wir schön umgehauen. Den haben wir auch sauber umgehauen. Dann schauen wir nach, was da unten ist. Ah, das ist gut. Vielleicht haben wir Glück. Dam, dam, da, dam. Ein Dam. Würdest du bitte mal was treffen und dich nicht immer treffen lassen? Das wäre sehr geholfen. Glaubst du gar nicht, wie sehr. Das ist unglaublich. Wo ist der Kerl? Da unten. Du, Gradler, gehst mir auf die Nerven. So, weg mit dir. So, jetzt hoffen wir das Beste. Na, ich wollte nicht klettern. Boah, dieses Scheißding. Oh Gott, die Gott sei Dank, die Truhe ist noch da. So. Ja, wir haben das Holz. Wenigstens etwas schon mal. Super. Das freut mich. Was fehlt jetzt eigentlich noch? Kann ich da nachschauen? Ja, das ist gut. Fehlen tut jetzt nur noch die Knolle, ne? Ja, das Holz hätten wir, aber die Knolle nicht. Das ist natürlich wieder super. Ja. Das ist natürlich schlecht. Brauchen wir noch nicht. Knolle, oh Knolle, wo du denn sein? Ich dich brauchen, das wäre ja so fein. Da. Ich kann mich auch nicht einmal mehr erinnern, welches von diesen Viechern die Knolle gedroppt hat. Ich glaube, das war das eine, was einen so anschießt tut, oder? Da geht's weiter. Das machen wir noch nicht. Ah, das wollte ich auch nicht. Na, jetzt werde ich ungeschickt. Da brauchen wir noch nicht. Dam, dam, dam. Die da, die habe ich gemeint. Die sollten sie droppen, glaube ich. Boah, ey. Was ist denn das jetzt? Vor allem leckt es jetzt auch extrem. Für dich. So. Bitte sei nicht buggy. Und wieder keine Knolle, wie immer. So, runtergehen. Zack. Zack, zack, zack. Das da unten sparen wir uns, glaube ich. Das ist da. Wir sind voll. Mhm. Ich werd das weghauen. Ich glaube, wir sollten hier abhauen, ne? Das alles mal sichern und dann wieder herkommen. Das mit der Knolle geht mir echt ein bisschen auf den Keks.
dass der Dreck einfach nicht droppen will, ne? Das darf ich nur nicht vergessen, Tränke mitzunehmen. Tränke, Tränke, Tränke. Ich traue mich gar nicht mehr, den Laden zu öffnen. Weil ich glaube, jetzt müsste ich schon, oder? Für den Kerl. Was wie voll. Mach Scherze. Da haben wir 5. Echt voll. Ja, voll. Gut. Voll. Was sollen wir machen? Zack, 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 zack. Zack. Dann Tränke. Zack. Zack. Wie schaut jetzt mein Tag aus? 26. Ja. Fünfmal Knolle geht sich nicht aus. Tut mir sehr leid. Ich habe nur eine einzige bekommen. Alter Schwede. Da ist sie. Naja, traurig, aber was soll man machen? Aha, das sind zwei verschiedene. Goldengeschichte 2 und 3, okay. Gut, da wir jetzt da den Laden eröffnen müssen eigentlich, ne? Und eh nichts hilft. Ja, eröffnen wir halt den Laden. So. Trauen wir uns halt mal. Mehr als ausgeschimpft können wir eh nicht werden. Na, also. Was soll's. Ich könnte aber noch die stärkeren Tränke, könnte ich noch machen gehen. Ich glaube, das werde ich auch probieren. Hier haben wir nämlich recht viel von dem Zeug. Ja, glaube ich, könnte ich probieren gehen. Kann ich hier was hinlegen? Oh, ich habe hier alles voll. Okay, warte kurz. Da muss ich kurz was auf die Seite legen. Das müsste rein. So, bin gleich wieder da. Gehen wir mal schnell die großen Tränke probieren zu brauen. Da muss ich jetzt mitrechnen, was ich verlangen muss. Hallo. Ja, Tränke bitte. Und zwar die hier. 800 ist das Minimumste, damit ich kein Verlustgeschäft mache. So, 21. Ja, mach mal. Dankeschön. 800, das heißt, ich werde es mit 900 oder zumindest 850 dann probieren. Ich fange einfach mal an mit 8, opala, mit 800. Wird schon passen. So, zack, rein da. Ich werde gleich probieren, tauschen. Achso, geht nicht. Geht natürlich nicht. So. Na gut, ist egal. Machen wir mal den Laden auf und dann wird schon werden. So. Also, hereinspaziert. Habe ich die Knolle mit? Ja. Tut mir sehr leid für den Herrn. Echt. Das tut mir echt sehr leid. Ja, und zwar. Ich habe leider nur eine. Tut mir sehr leid. Ich glaube, wir haben beleidigt. Die kann ich schon mal reinschmeißen wieder. Scheiße. Das lief nicht gut. Ja, mal das mal mitgeben. Ja. Und haben wir schon einen Dieb hier. Geht, glaube ich, noch, ne? So, da habe ich noch überhaupt keine Vorstellung, preistechnisch. Machen wir mal 500. Dankeschön. Dankeschön. Der hat auch was gefunden, das freut mich. Das einmal und das. Da könnte ich wieder um eins höher. Achso, da muss ich sowieso drunter. Weil ich den Preis noch nicht habe. 400 wissen wir noch nicht. Das wissen wir auch noch nicht. Und das obere wissen wir wahrscheinlich auch noch nicht. Obwohl, das passt.
So, ich komm schon, ich komm schon. Dankeschön. Dum, da, da, dum. Die Omi hat auch was gefunden. Da werden wir jetzt den Trank reinstellen. Und da haben wir gesagt, mindestens 800. Ich werde 1000er verlangen. Mal schauen, ob das durchgeht. Wahrscheinlich nicht. Schauen, ob der Held drauf reinfällt. Nein. Wir sind tatsächlich zu teuer. Ja. Dann müssen wir leider 900 probieren. Danke für den Einkauf. So. Da gehen auch die Sachen weg. Da können wir was draufstellen. Das zum Beispiel und das. Da möchte ich wieder gern 350 haben. Und hier... Ja, das passt. So. Dankeschön. Dankeschön. Ja, 900 passt. Dankeschön. 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 So, dann stellen wir hier gleich wieder den nächsten Trank aus. Da ihr 900 sehr gut gefallen hat, werde ich es mal mit 59 probieren. So. Hier werden wir den hier und den hier. Habe ich auch noch keine Vorstellung, weil ich auch mal mit 400 beginne. Hat das hier jemand schon angeschaut? Nein. Das interessiert keine Sau. So. Ui, ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. So, halt, ein Dieb. Boah, ein Dieb. Schnell. Haben wir dich erwischt, du Ferkel. So. Ja. So, was haben wir hier? Nein, das will ich so nicht. So, hier haben wir 325. 450. Hier wissen wir noch gar nichts. Ich würde auch anfangen mal mit 400. 500 ist zu teuer. Gehen wir runter auf 450. So. Danke für den Einkauf. Servus. So. Schwammerl. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe mal 400 auch ein. Werden wir dann schon sehen, wo wir landen. Ich gehe Nachschub holen. Das wäre angebracht, glaube ich. So. Das Büchelein. Ich nehme es mal mit. Ist das ein anderes? Waldgeschichte 1. Ah, das können wir nur einzeln verkaufen. Sehe ich das richtig? Tatsächlich. Okay. Dann wird das da drüben. Genau, da stellen wir es rein. Das ist nämlich was Besonderes. Ich mag diese Vitrine. Und da werden wir gleich mal mit 4000 beginnen. Danke. Tschüssi. Da freuen sie sich. Das freut mich auch. Dankeschön. Und der Pilz. Ui, da ist jetzt zornig. Da ist sie zornig. Okay. Das war dann vielleicht doch zu viel. Machen wir es mal mit. Machen wir es mal so. 250. Da war sie zornig. Oh. Das wollte ich nicht. So, das können wir hergeben. Das können wir hergeben. So, haben wir da schon mit. Hoppala. Hat es mit 100 schon gefruchtet? Hoppala. Nein, noch nicht. 3. 25. So. Danke für den Einkauf. Dum, da, da, dum. Ui, der ist ja noch immer sauer. Okay, der Pilz, der ist zu teuer. So, nochmal ein 100er reduziert. Aber ja. So, da wäre jetzt gut, hier mal was aufzustocken. Das würde ich sagen, das. 100 ist für den okay. Passt mal 150. So. Ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Danke für den Einkauf.
Dankeschön. 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 Und noch was. Dankeschön. So, ich muss meinen Tisch wieder auffüllen. Die kaufen da zu schnell die Sachen. Ich komme gar nicht mehr mit. So, also. Da wäre eigentlich 130. Ich muss mal so. So, dass ich noch den letzten Preis kriege. 400 weiß ich nicht. 50 weiß ich auch nicht. Halt, ich komm schon. Danke. Okay, da ist jemand glücklich. Okay, das war... Da war sie sehr glücklich. Danke. Katsching, katsching. Der eine schaut schon sehr verdächtig aus, finde ich. Da können wir es mit 111 probieren. Damit 450. Ja, wer bist denn du? Ah, der will was bestellen. Halt, ich komm schon. So, bitte. Für Tag 1. 3 Tage verbleibend. Innerhalb 5-mal Waldfrüchte bringen. Ja, das könnte man schaffen. Ich schaff den nicht. Ihr habt den nicht gesehen. Ich hab den nicht gesehen. Scheiße. Scheiße, das war nicht gut. So. Das war nicht gut. Ist schon vorbei für heute, ne? Ja. Ach, ja je, da hat er mir was gestohlen. 2 Diebe waren und einer hat was gestohlen, oder? Aber trotzdem haben wir 61.802 Goldmünzen gemacht. Sehr gut. Puh. Da kann man echt nur mehr sagen, puh. Okay, wir hauen wieder in unsere Truhe. Alles rein, was geht. So. So. Und schauen gleich mal da oben nach. Da ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Da haben wir was drin. Das tun wir auch gleich in die drübere Tasche. Damit wir alles beisammen haben. So. Drübere Tasche. In die drübere Kiste. So. Herrschaftszettel. So. Zack, 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 zack. Passt. So. Oje, oje. Jetzt muss ich hier mal herschauen. Hallo. Können wir denn schon irgendwas verbessern lassen? Ja, und das würde mich auch sehr freuen, wenn wir den da verbessern. Den tragen wir doch gerade. Oder? Ich glaube schon, ne? Die Geschwindigkeit lässt dafür nach. Ist mir aber extra, glaube ich, ein bisschen wurscht. Dafür halten wir halt mehr aus, ne? Der wäre besser gewesen. Der hat zwar nicht so viel Rüstung, dafür wären wir vom Tempo her besser dran gewesen. Wenn wir den da oben gebaut hätten. Aber ist ja wurscht, können wir ja immer noch eigentlich machen. Also, was wäre da noch brusttechnisch? Die haben wir an, ne? Die wäre cool gewesen. Ist mal halt auch viel langsamer, ne? Egal. Machen wir das hier, ist ja wurscht. Ja, bitte. So, für uns. Dankeschön. Ausgerüstet haben wir. Sehr gut. Dann lassen wir das noch schnell verzaubern, wenn es halt notwendig ist. Muss ich schnell schauen. Aber ich glaube schon. Hallo. Tränken, Verzauberungen, alles ausgemacht. Was hast du denn für Verzauberungen? Gibt es da auch Varianten? Ich denke nicht, oder? Oder doch? Na. Ja, bitte. Zack. Das ist gut. Aha. Das können wir auch verzaubern lassen. Auf alle Fälle. Mehr Damage. Gern. Ja. Das freut mich. Für den haben wir nichts. Ist wurscht. Das ist schon mal gut so. Halt.
Boah, wo ist das Flascherl weg? Hä? Wie geht das? Hat das jemand verloren? Hast du das verloren? Glaub nicht. Okay. Na dann, würde ich sagen, wir haben einen guten und wir haben zwei gute Tränke. Den will ich lieber, glaube ich, zurückgeben. Zumindest den einzelnen. Werde ich mal da oben hinpacken. So. Dann marschieren wir wieder los. Wir brauchen, also wir brauchen Auftrag. Was brauchen wir denn jetzt? Das ist leider fehlgeschlagen, ich weiß. Können wir dann schon... März. Ah, der Auftrag ist nicht geglückt. Also den haben wir nicht annehmen können. Okay. Aber die haben wir. Uraltes Holz. Okay. Die müssten wir haben, 5 Stück. So. Dann gehen wir trotzdem mal in den Dungeon. Jetzt machen wir auch ein bisschen mehr Schaden und können und halten ein bisschen mehr aus. So. Yay! So, da sind wir wieder. Hüpf, zack, zack. Der hat nichts getroffen, ist eh klar. Ein Busch. Den haben wir souverän besiegt. Auch eigentlich. Wow, das war ein Treffer. Alter. Willst du bitte abnippeln? Geht ja. So, und weiter. Aha, da ist was versteckt. So. Schauen wir doch gleich mal. Das Buch. Ich habe es mir schon gedacht. Das holen wir uns ein bisschen später, wenn ich weiß, wo der Ausgang hier ist. Also für die zweite Ebene. Damit wir hier besser fliehen können. Aber das merken wir uns da oben. Das holen wir uns noch. Hoffentlich. So. So. Nein, das brauchen wir noch nicht. So, zack, zack, zack. Zack, zack, upa, zack, also zack, also nein, zack wollte ich sagen. Gesterben, Mistviech. So. Zack. Zack, zack, nein, jetzt haben wir's. So, den haben wir auch. So, den haben wir auch geschafft. Bitte sei nicht buggy. Sehr gut. Ja, Holz haben wir in Hülle und Fülle, ne? Aber dies mit den Knollen, völlig unglaublich, dass wir keine einzige, wirklich nix kriegen. Das ist traurig. Oh, der ballert. Aber nicht mehr lange, Freund. Zack. Und, nein. Gut, darüber. Zack, zack, zack. So, ist gut. Gehen wir wieder. So. Und wir gehen wieder. Dam, 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 dam. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Das ist richtig kacke. Da ist nirgendwo was drin. Zack, zack. Au, 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 au. Ach, geh doch ein. Du Unkraut. Zack, zack. Zack, zack. Dass man auch absichtlich in das Gift hüpfen muss, ist wirklich unglaublich. Aber wenn man das scheinbar richtig macht, passiert einem nichts. Naja, außer man spielt so wie ich. Und, was haben wir drin? Wieder Stroh und Wurzel. Ja,
Zack, zack, zack. So, immer schön her mit den Sachen. Aha, da müssen wir hin. Okay, da müssen wir hin. Da geht's weiter. Merken. Müssen wir uns merken. Also, rauf, rechts, rauf. Gut. So, dann schauen wir uns noch die Seite hier an. Und dann gehen wir das Buch holen. Zack, zack, zack. So muss das ausschauen. Oh, das ist wieder eine böse Kiste. Die haben wir jetzt aber schön verdroschen. Da kann man nichts sagen. Die hat jetzt ordentlich aufs Fressbrett gekriegt. So. Dam, dam, dam. Oha. Und was haben wir hier Schönes? Mehr Muster und Geheimnisse. Danke. So, dann gehen wir das Buch holen. Haben wir noch Platz? Ja. Dam, da, dam, da, da, dam. Horuk. Ja. So. Dam, da, dam, da, dam. Dam, da, da, dam. So, hier müssen wir runter. Ja! Und wir stipitzen uns das Büchlein. So. Na komm. Danke. Nein. So. Und hauen ab. Und tschüss. Tschüssi. Zack. La 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 la, zack. Hopp. Und zack. Sind wir hier rauf, genau. Da haben wir einen Brunnen. Genau, also den. Unsere Badewanne. So, zack, zack, zack. Rauf. Na komm, nicht hängen bleiben. Zack. Ui. Und tschüss. So muss das ausschauen. Da-da-da, da-da, da-da-da. Wir werden den Part hier noch fertig machen. Ich werde hier noch ein, zwei Viecher klopfen, glaube ich. Und dann, ja, gehen wir wieder nach Hause. So, der Grippel ist mal weg. Dieses Scheusal. Alter. Da oben ist noch seiner. So, Schlamm-Giftschmeißer, Grippel. Hallo. Boah, du fliegendes Ungeziefer. Alter, ich soll was saufen. So, bist jetzt... Ah, da ist noch wer. Alter, den habe ich nicht gesehen. Du Mistviech. Wir sind voll, ne? Ja, passt. Ich hau jetzt ab. Tschüss. Das passt. Ab in die Stadt. So. Da, 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 da. Ist das normal, dass hier jetzt auf einmal Käfer herumschwirren? Das ist blaue Viech da und so weiter. Ist das normal? Waren die vorher auch schon da? Ich habe die nicht gesehen. Sind das Vögel? Ich glaube, das sind Vögel, ne? Ein blaues Viech, was ist das? So. Haben wir jetzt schon den Termin versäumt? Nein. Gut, ich muss mir einfach merken, Handel treiben, das nächste Mal, wenn wir da sind. Ich werde mal das Zeug alles reinschmeißen. Das hier auch. Und das Buch lasse ich schon mal. So, dann werde ich mir das Holz hier... Das Holz werde ich mir gleich mal nehmen. So wie das hier. Den schlechteren Trank nehme ich auch. Das auch, das auch, das auch, das auch. Nicht? Ich will aber. Dann das hier und das hier und das hier. Jetzt haben wir schon zwei alte Knollen. Wow. Toll. Gift. Waldfrüchte hätte einige gewollt, oder? Naja, egal. So, da la. Dann das noch und das noch und da. Hoppala, das wollte ich gerade nicht.
Das Buch wollte ich nochmal mitnehmen. So. Sofern sich das eine verkauft, ne? Das hier. Das da. Ich glaube, das passt. So, damit ich weiß, dass ich beim nächsten Mal handeln muss, ihr Lieben. Und das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!